sammeln wir alles ein, was wir haben. Was wir gefunden haben. Und schauen mal kurz ins Inventar, ob wir da nicht was ändern können. Hier an der Rüstung könnten wir vielleicht das Notfallinterface 3 haben wir momentan drin. Ist die Frage, was bringen die neuen Gegenstände, die wir gefunden haben, die neuen Updates. Und wir sehen, wir haben ein Medizininterface 4 und das ist doch besser als das Notfallinterface 3. Deshalb legen wir das auch gleich an. Genau, denn Medizininterface ist in der Regel ein kleines bisschen besser als Notfallinterface. Und wenn die Stufe noch ein bisschen höher ist, dann sowieso. Und damit werden auch die... Wir haben noch ein Medizininterface 4, seltsamerweise. Ich weiß gar nicht, wo wir das zweite gefunden haben. Und damit können wir die dann auch verteilen und Garrus kann dann auch von Notfallinterface 2 auf 3 aufrüsten. Somit haben dann jetzt endlich alle von unseren Squad-Mitgliedern eine Gesundheitsregeneration, was doch sehr günstig ist in den Kämpfen, finde ich. Und auch nach den Kämpfen, wenn man sie wiederbelebt, dass man nicht jedes Mal wirklich mit dem Medikit da rangehen muss oder mit Medigel. Gut, nochmal gespeichert. Und dann geht's weiter. Wir könnten hier links gehen und das ist dann, wie wir später feststellen werden, auch der richtige Weg. Wir gehen aber rechts in die Quartiere und laufen dadurch ein bisschen im Kreis, wie wir gleich noch sehen werden. Erstmal wird hier wieder fröhlich überbrückt. Oh, das war ziemlich knapp, muss ich sagen. Und wir sammeln ein paar Waffen ein. Ich glaube, die sind sogar besser teilweise als das, was wir momentan tragen. Nee, doch nicht. Okay. Habe ich das falsch in Erinnerung? Genau, die Thunder 4 tragen wir ja schon, deswegen bringt die uns da nichts. Aber wir können Garrus auch die Thunder anlegen. Und damit können wir dann bei Liara die Tsunami nachrutschen lassen. Die Sturmgewehre sind also relativ gut jetzt bestückt. Somit können wir weiter voranschreiten und wir sehen, blöderweise ist hier eben nicht Ende. Deswegen neigt man ja auch dazu, sich zu verirren, sondern die Rachni haben hier den Gang gegraben. Und das Höhlensystem führt uns seltsamerweise wieder zurück dorthin, wo wir schon waren. Ist aber auch interessant, dass wir hier durchgehen können, weil man, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, man kann ja auch durchkommen, ohne alles töten zu müssen. Solange die noch nicht angreifen, ich weiß nicht, was wir da für einen Erfolg erzählt haben, was da gerade rechts da stand. Solange die noch nicht angreifen, kann man ja theoretisch über die Quartiere, wo wir gleich wieder rauskommen werden, also auf der anderen Seite der Quartiere, die mit der normalen Haupthalle verbunden ist, kann man da ja letztendlich auch zu den Sicherheitslaboren hinkommen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man da dann wirklich auch öffnen kann, ohne dass man in Gefechte verwickelt wird. Auf dem ersten Stück. So, das ist kein Problem, da kommen wir schnell durch. Die Equalizer sieht sehr gut aus, die Equalizer 5. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon tragen zu dem Zeitpunkt. Müssen wir mal schauen, wahrscheinlich eher nicht, nein. Wir haben noch die Equalizer 4 drin. Da ist die 5 natürlich auf jeden Fall besser, weil es ist ja dasselbe Modell, plus eine bessere Ausrüstungsform davon oder eine bessere Ausstattung. Gut, und dann kann Garrus auch die Equalizer 4 kriegen. Der ist ja auch ein Scharfschütze, also in dem Teil wird das noch nicht so ganz klar. Ab dem zweiten werden wir das dann sehen, dass er auch ein guter Scharfschütze ist. Und da wird das dann auch seine Spezialität sein. Fix Medigel eingesammelt. Wir sehen, hier kommen wir nämlich nicht durch. Was ziemlich gemein ist, in das Quarantänelabor kommen wir nicht rein. Ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt man dort reinkommt. Ob man überhaupt jemals da reinkommt. Habe ich nie probiert. Habe ich in der Aufnahme nicht probiert, glaube ich. Ja. Und hier haben wir einen Aufzug, der führt uns halt blöderweise bloß wieder im Kreis und wir kommen wieder oben in der Halle raus, in der wir gerade Captain Ventralis gestellt haben. Naja, so ist das halt. Gut, dadurch kommt jetzt eine leichte Verirrung zustande, denn ich habe zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Die Karte zeigt uns, die Krankenstation liegt voraus. Bisschen doof. Und zu dem Zeitpunkt erinnere ich mich daran, dass Ventralis noch meinte, dass von dem Sicherheitsmodul aus die gesamte Anlage gesteuert werden kann. Weshalb ich davon ausgehe, dass wir von dort aus die Türen öffnen können. Deshalb möchte ich an dem Punkt zu Ventralis Büro gehen. Nur ist das Büro eben bloß diese Einbuchtung gewesen, in der genau nichts war. Wo wir schon vorbeigegangen sind vorher. Aber das muss ich eben erst rausfinden, indem wir da hingehen. Genau, hier links haben wir auch noch ein paar Quartiere, in die wir gehen können.
Aber da gibt es außer einem Spind, den wir dechiffrieren können, oder zwei Spinden sogar, genau nichts. Aber immerhin, das wollen wir natürlich trotzdem mitnehmen. Dechiffrierung wieder kein Problem. Und die Schrotflinte, das Katana 5, sieht ziemlich gut aus, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob das besser ist als das, was wir haben. Müssen wir gleich mal schauen. Denke ich mal, dass wir das auch tun werden. Da war jetzt nichts dabei, was besonders ist, aber immerhin kriegen wir einen Stufenaufstieg. So, und dann wollen wir natürlich noch fix die Punkte verteilen. Vielleicht ein bisschen auf die Kampfpanzerung, damit wir den Schildboost freischalten können. Jawohl. Und den zweiten Punkt geben wir dann bestimmt auf Spectre Training. Genau. Und damit haben wir mit dem nächsten Level Up dann auch das Spectre Training soweit voll. Bei Liara könnten wir ein bisschen aufwerfen gehen, aber das haben wir schon voll. Gut, dann gehen wir es lieber halt mal auf den... Ich habe gerade nicht hingeguckt, ich glaube auf den Wissenschaftler, ne? Wurde gerade ein bisschen abgelenkt. Bei Garrus dann vielleicht aufs Sturmangriffstraining oder vielleicht doch eher auf die taktische Panzerung. Nein, wir nehmen das Sturmgewehr, na gut, ist auch recht. Weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, was ich damals gewählt habe. Okay, damit gehen wir wie gesagt zu Ventrales Büro, was nicht der richtige Ort sein wird. Aber dass wir da noch die offene Tür hatten zum Hochsicherheitslabor, das fällt mir zum Glück gleich wieder ein. Nach einem kurzen Moment der Ahnungslosigkeit und der Verwirrung. So, damit können wir aber den Zielpunkt auch rausnehmen, die Zielmarkierung vom Radar. Nein, es wird immer noch nicht funktionieren, wenn du dich im Kreis drehst. Vergangenheitsmutra, das wird nicht funktionieren. Okay, damit müssen wir dann wohl wieder den in die Sicherheit gehen, den alten Weg wählen und wieder mit dem Aufzug fahren. Der da oben ist. Nein, da unten brauchst du nicht lang gehen, denn da waren wir schon. Ich glaube, ich mach's auch gar nicht. Genau, und damit haben wir jetzt nochmal den... Was tue ich da? Was tue ich da? Warum gehe ich zurück? Ist manchmal lustig, sich so im Nachhinein zu beobachten, was man da für seltsame Sachen tut. Ah nein, ich bin gar nicht zurückgegangen. Okay, ich bin bloß vorher in die falsche Richtung gegangen. Okay, genau, hier überlege ich erst noch, aber lass es dann doch sein, so dass wir zumindest ein bisschen Zeit einsparen. Und wir müssen nochmal den Weg, durch den wir uns gerade freigekämpft haben, jetzt beschreiten. Aber das geht ja relativ schnell, da uns jetzt keine Gegner mehr erwarten. Ich frage mich, wer hier die Kiste wieder hingestellt hat. Die haben wir ja eigentlich umgeschossen im Feuergefecht. Na gut, was soll's. Der Weg liegt jetzt klar vor uns, das heißt, jetzt geht es gleich zu Benezia und wir werden sehen, was dort genau vor uns liegt. Wir müssen natürlich noch nicht bloß Benezia finden und dann aus ihr herausquetschen, was sie hier eigentlich tut und sie aufhalten, sondern wir müssen auch die Rachni-Königin finden. Glücklicherweise, kann man sich natürlich denken, hat beides miteinander zu tun. Also wir werden gleich sowohl die eine als auch die andere finden. Und das mit der Rachni-Königin wird ganz interessant, werden wir aber gleich sehen. Erstmal wieder den alten Weg beschritten und diesmal geht's links rum ins Hochsicherheitslabor. Und dort wartet Benezia auf uns. Sie wissen nicht, wie es ist, eine Mutter zu sein. Leben zu erzeugen bedeutet Macht. Ein Leben zu formen, ihm Zufriedenheit oder Verzweiflung zu verleihen. Die Rachni-Königin. Ihre Kinder sollten die unseren sein. Aufgezogen, um Sarens Feinde aufzuspüren und zu töten. Erwarten Sie kein Mitgefühl. Ganz gleich, wen Sie in diese Konfrontation noch mit einbringen. Liara ist hier, weil sie es will, nicht weil ich sie gebeten habe. Wirklich? Was hast du ihm über mich erzählt, Liara? Was hätte ich sagen sollen, Mutter? Dass du den Verstand verloren hast? Dass du böse bist? Sollte ich erklären, wie man dich tötet? Was hätte ich sagen sollen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Ich kann nicht glauben, dass sie ihre eigene Tochter töten würden. Ich erkenne jetzt, dass ich hätte strenger mit ihr sein müssen. Und damit beginnt der Kampf. Für einen kurzen Moment werden wir hier gestoppt, aber das hält nicht lange an. Reicht aber, damit die Asari-Kommandoeinheit hier den Raum betreten kann. Und los geht's. Wir brauchen Benezia, die zwar am Kampf teilnimmt, aber sich ein bisschen da hinten zurückzieht, nicht angreift, denn sie hat ein Schutzschild auf sich drauf.
Und hier passiert was sehr Seltsames. Wir werden einen Moment lang gestoppt. Ah nein, jetzt passiert es noch gar nicht. Ich habe ja eigentlich, wenn ihr auf das Leben schaut, ist ja noch voll. Gleich wird aber trotzdem was sehr Komisches passieren. Ja, da oben hängt die Asari-Tante. Stimmt, wir sehen jetzt unten rechts haben wir Benesias Stärke-Level. Das ist gerade runtergegangen, indem sie neue Gegner hergeschickt hat. Jetzt kommen auch die Geth. Das ist der Punkt, an dem Garrus seinen großen Auftritt hat. Mit der Sabotage. So. Und Lyra können wir noch mal ein bisschen werfen lassen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Prinzipiell haben wir damit jetzt schön vorgesorgt. Und wenn wir uns dann noch hier den Overkill reinhauen, ist das eigentlich ganz gut. Wie gesagt, unser Leben ist auch noch voll. Aber jetzt passiert etwas Merkwürdiges gleich. Wir sehen auch, Benesia kriegt nichts abgezogen. Ich habe keine Ahnung, was an dieser Stelle passiert ist. Ich bin umgeworfen worden und sterbe, obwohl ich fast volles Leben habe. Und damit müssen wir noch einmal von neuem in den Kampf treten. Zum Glück habe ich direkt davor Sie gespeichert. Genau, Sie das kennen wir ja alles schon, ist also nichts ganz Besonderes. Gleich wen Sie Lyra ist hier, weil sie zu meiner Crew gehört. Wirklich? Was hätte ich sagen? Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit gesehen? Wenige Menschen können das behaupten. Es gibt offensichtlich keine friedliche Lösung hierfür. Nein. So, haben wir noch mal ein paar andere Gesprächsoptionen gesehen. Letztendlich führt aber alles zum selben Ergebnis. Wir werden kurz gefroren, sozusagen schockgefrostet. Und die Asari-Kommandoeinheiten kommen herein. Auf ein neues. Diesmal sollte es besser laufen. Denn wir werden uns ein bisschen in Acht nehmen, wieder dort hineinzulaufen, in diese Wurfangriffe. Ich glaube, das ist Benesia auch selber gewesen, die... Genau, die schießt da von der Seite. Und haut uns die Kisten um. So, damit kommen die Geth wieder. Und wir stürzen uns auf die auch jetzt wieder mit Garrus Sabotage. Oder auch nicht. Denn Garrus ist gerade irgendwie etwas unpässlich. Was soll's? Immerhin kann Lyra mal einen kleinen Warp machen. Das ist auch gar nicht so schlecht. Eigentlich wäre eine Stase sogar besser gewesen, würde ich denken. Aber gut, geht auch so. Mit dem Overkill halten wir dann einfach mal voll drauf. Eigentlich könnten wir auch reinrennen. Wir könnten es aber auch lassen und irgendwo... Ha! Direkt neben uns. So eine Sauerei. Steht schon eine Asari-Kommandokriegerin. Das heißt, es sind doch nicht nur Geth, die jetzt gerade angekommen sind. Gut, das sollte soweit eigentlich für die Welle gewesen sein. Irgendwo muss aber noch jemand stehen, denn es kommt keine Zwischensequenz, die hier irgendwas Neues auslöst oder irgendeine neue Gegnerwelle schickt. Deswegen sollten wir mal ganz schnell... Ja, äußerst nett. Diesmal kriegen wir auch dann... Ich habe zu dem Zeitpunkt schon wieder gedacht, scheiße, jetzt sterbe ich schon wieder. Aber diesmal kriegen wir auch nichts abgezogen, sondern fallen wirklich bloß um. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht verklemmt habe beim ersten Mal mit Shepard. Das ist äußerst zwecklos, deswegen können wir das auch sein lassen. Gut. Die Rachni-Königin bzw. ihre Zelle bietet uns zum Glück ein kleines bisschen Schutz. Und da haben wir auch den letzten, das letzte Mitglied dieser Welle. Und Garrus schaltet den mit der Sabotage sofort aus, den Geth-Scharfschützen. Wir sehen, Benesia ist schon ziemlich angegriffen. Sie hält nicht mehr lange durch. Aber nochmal kommt eine ganze Gruppe Geth-Kämpfer hier. Sollte aber möglich sein, die auszuschalten. Wir könnten zum Beispiel mal die Singularität, ich meinte natürlich nicht die Stase, sondern die Singularität anwenden. Denn die hat Bereichsschaden und wir sehen schon, das macht sich äußerst günstig, wenn die Gegner ohne Deckung herumfliegen. Ist dann noch sehr hilfreich, das Ganze. Okay, mal ein bisschen in Deckung gehen. Blöderweise kommt der Geth-Kämpfer auch nicht raus. Ich habe eigentlich gehofft, dass er zu den Sicherheitszellen vorgeprescht kommt. Aber gut, nehmen wir die aus dem Weg, damit sie uns nicht hier dann selbst zur Falle werden und stoßen mal vor. Irgendwie ist er weg. Der ist nämlich an den Ort gefallen, der schlecht einsehbar ist. Das werde ich aber gleich erst mitkriegen, denn wir sehen sie auch normalerweise nicht auf dem Radar. Und auf der anderen Seite sind auch schon wieder welche gekommen, die uns hier kräftig beschäftigen können.
schön in Deckung gehen, denn die Scharfschützen, mit denen ist nicht zu spaßen. Liara ist auch schon wieder hinüber. Mal ausnahmsweise nicht Garrus, ist ja erstaunlich. Deswegen mal kurz die Einigkeit aktiviert. Blöderweise ist Liara eben auch da drüben gefallen, deswegen fällt sie sofort wieder tot um, weil sie eben direkt ins Sperrfeuer der Gegner rennt. Aber gut, wir kriegen das hin. Man könnte es auch mit einer Handgranate lösen eigentlich. Ich glaube, auf die Idee komme ich nicht an der Stelle. Gut, mit vor zurück können wir ganz gut Deckung nehmen hier. Oh, ich komme doch auf die Idee, ist ja Wahnsinn. Und da geht es auch schon gar nicht mehr so gut. Deswegen dann doch mal lieber ein Medigel reingehauen. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer die Mutter der Porzellankiste sein soll. Und da haben wir es prinzipiell geschafft. Und wir sehen schon, da drüben ist ja noch der eine Scharfschütze, der noch ein winziges bisschen Restleben hat. Und der ist an einen Punkt gefallen, in dem man ihn nur ganz schwer erwischen kann. Nämlich neben die Treppe. Und es ist geschafft. Es ist noch nicht vorbei. Saren kann nicht aufgehalten werden. Mein Verstand ist voll von seinem Licht. Alles ist so klar. Das klingt voll nach Gehirnwäsche, würde ich sagen. Die Rachni haben nicht mit ihnen kooperiert. Warum sollte ich es dann? Ich werde ihnen nicht verraten. Sie werden... Sie... Hören Sie zu. Saren ist noch in meinem Kopf und flüstert mir Dinge zu. Ich kann seine Beeinflussung bekämpfen, kurzzeitig. Aber die Indoktrination ist so stark. Na komm schon. Wie kann er sie zu etwas zwingen? Er ist nicht mal hier. Die Leute sind nicht sie selbst, wenn sie in Sarens Nähe sind. Man beginnt, ihn zu verherrlichen, ihn zu verehren. Man würde alles für ihn tun. Die Sovereign, sein Flaggschiff, ist der Schlüssel. Sie ist ein Schlachtschiff von unglaublicher Größe und ihre Macht ist außergewöhnlich. Die haben wir ja schon gesehen. Die Sovereign ist anders als andere Schiffe. Woher kommt sie? Kann ich nicht sagen. Die Gate haben sie nicht erbaut. Ihre Technologie ist fortgeschrittener als die jeder anderen Spezies. Je länger man an Bord bleibt, desto richtiger erscheint einem Sarens Verhalten. Man sitzt zu seinen Füßen und lächelt, während man von seinen Worten durchdrungen wird. Zuerst ist es ganz subtil. Ich dachte, ich wäre stark genug, um zu widerstehen. Stattdessen wurde ich zu einem willigen Instrument, erpicht zu dienen. Er schickte mich hierher, um herauszufinden, wo das Mu-Massenportal ist. Sein Standort galt tausende von Jahren als verschollen. Wie kann etwas so Großes verloren gehen? Vor 4000 Jahren wurde ein naher Stern zur Supernova. Die Druckwelle schleuderte das Portal aus seinem System, beschädigte es aber nicht. Es ist unmöglich, seine genauen Vektoren und seine Geschwindigkeit zu ermitteln. Während die Jahrtausende ins Land gingen, verhüllte es der Nebel, den die Nova erzeugt hatte. Es ist schwierig, ein kaltes Objekt im interstellaren Raum zu finden, besonders eines, das von heißem Staub und Radioaktivität umhüllt ist. Kann ich davon ausgehen, dass Sie die Koordinaten gefunden haben? Vor 2000 Jahren besiedelten die Rachni diese Gegend unserer Galaxis. Sie entdeckten das Portal. Die Rachni können Erinnerungen über ganze Generationen teilen. Und Königinnen können das Wissen ihrer Mütter erben. Ich konnte den Standort des Portals in den Gedanken der Königin lesen. Dabei war ich nicht gerade zimperlich. Sie können noch immer das Richtige tun. Teilen Sie diese Information mit mir. Ich war nicht ich selbst, aber ich hätte stärker sein müssen. Ich habe die Daten auf eine OSD geschrieben. Nehmen Sie sie. Bitte. Es reicht nicht nur, die Koordinaten des Portals zu kennen. Weißt du, wohin er von dort aus wollte? Saren wollte mir sein Ziel nicht mitteilen. Aber Sie müssen es schnell herausfinden. Ich habe Ihnen die Koordinaten übermittelt, bevor Sie eintrafen. Sie müssen mich aufhalten. Ich kann nicht. Seine Zähne sind ganz nah an meinem Ohr. Seine Finger streichen über meinen Rücken. Sie sollten... Oh, Sie sollten... Mutter! Ich... Geh nicht! Kämpfe gegen ihn an! Ich war immer so stolz auf dich, Liara.
stirb. Und so müssen wir tun, was getan werden muss. Venesia ist nicht sie selbst, aber sie kann nicht mehr gerettet werden. Deswegen müssen wir im Dauerfeuer draufhalten, einfach auf die Frau.